Es gibt wohl kaum einen Fluss, dem seit den Anfängen der Fotografie vor rund 180 Jahren derart viele Fotos gewidmet wurden wie dem Rhein. Aus dem nahezu unerschöpflichen Fundus an künstlerischen Werken zum Rhein stechen jene Fotografien heraus, die Robert Häuser von 1961 bis 1965 entlang des Oberrheins schuf. Dabei entstanden meisterliche Aufnahmen von Burgen, Schlössern und Städten, aber auch vom Berufs- und Alltagsleben in der Stadt und auf dem Land. Sowohl auf deutscher als auch auf schweizerischer und auch auf französischer Seite. Häuser ging es in diesem Langzeitprojekt nicht darum, das Rückwärtsgewandte und Nostalgische einzufangen. Er erforschte wie ein Spurensucher den Gegenstand, die Lokalität, den Ausschnitt, den Standpunkt. Er suchte das Licht und den Augenblick, in dem das innere und das äußere Auge verschmelzen.